Olivenöl. Oh. Und Schwänze. Oh. Olivenöl und Schwänze. Schwänze. Okay. Miguel Dorset hat einen richtig kranken Schwanz. Schwanz, fuck. Wenn die Bitch vor ihm sie tanzt. Tanzt, was? Dann stinkt der Schwanz so doll, dass sie ihn aus sich durch die Hose riecht. Seine Bitch ist auf den Knien, sie kriecht. Sie kriecht ins Bett mit Miguel Dorset rein. Doch Miguel Dorset fickt wie ein Schwein. Oh shit! Oh fuck! Okay, die Jugend. Die Jugendbehörde muss sagen, dieser Film ist ab 18, der Film wird gefickt. Fick, Miguel Dorset ist am Ficken. Alle Mann, aufzuhalten von den Kindern. Ist erhalten, denn Miguel Dorset fickt. 33 Uhr, aber deine Mom stinkt. Bro. Das war der Miguel Dorset Freestyle. Vielen Dank, dass ihr da wart, Leute. Okay, auch so rockig. Oh, wie dann ficki ficki! Okay. Oh. Wie dann fickt mein Arsch heute Nacht? Er schiebt ihn rein, bis es kracht. Wie dann bitte, bitte, tu mir nicht weh. Wie dann? Mein Arsch ist nicht mehr zu sehen. Wie dann? Wie dann großer Kopf verdeckt mein Arsch. Wie dann? Wie dann ist vegan, er ist kein Barsch. Wie dann? Wieland mag Green Frost Köpula. Wieland. Wieland ist ein Veganer. Wieland kommt Wieland um die Ecke und er schießt eine Bitch. Bitch. Danach geht er in Minecraft und baut einen Ditch. Oh shit. Ein Ditch ist das, wo deine Mutter drin pennt. Oh shit. Weil sie nur deinen Vater, den Hundesohn, kennt. Hurensohn. Dein Vater ist ein Hurensohn. Er hat einen kleinen Pimmel. Okay. Umatra wohnt in Bonn und hat große Eier. Geh mir nicht auf die Eier. Pause. Okay. Okay, Kevin Teller. Umatra packt seinen Schwanz aus auf einer Hochzeit von deiner Mutter. Der Hurensohn. Ich reim einfach nicht. Vielleicht einfach Wieland, Digga. Okay, Wieland fühlt an seinen Eiern rum. Shit. Ich will, dass Wieland nicht jetzt fick. Shit. Wieland hat Haare an seinem Arsch. Bitte mach die ab, Bro. Diese ekelhaft. Holy shit. Warum ist es mein Gillette-Kooperationspartner? Fuck. Wieland ist Team Bart, aber er hat einen hässlichen Bart. Okay. Wieland stellt mich vor seiner Mutter. Oh, schau, shit, wie ich die hässliche Bitch wegbutter. Oh, 33 Mann. Bitches, aber seine Mom stinkt. Ich bin, bis die Stimmung sinkt. Hagen ist eine schöne Stadt in Deutschland, das war gelogen. Hagen hat mehr Hurensöhne, als es eigentlich vertragen kann. Als es vertraglich geben kann. Vertraglich sind die Hurensöhne eigentlich ausgeschöpft. Hagen, doch die Nachbarstädte haben die Hurensöhne rübergeschöpft. Nach Hagen reingetan, alle leben da. Hagen, ATU Euronics, ihr seid alle da. Hagen, ATU und Hagen, wohnt außer einer. Einer wohnt in Breitenstraße 1 und das ist keiner. Kein Hurensohn, denn ich rede hier vom echten fucking Ralle in der Breitenstraße 1. Shoutout. Ralle kam mit seinem Wechselrichter rum. Wechselrichter? Oh, rette die ganze Tour in Hand umdrehen. Hand umdrehen. ATU, ihr seid dumme Hurensöhne, ihr hattet nicht auf. Deshalb sprengen wir euren Einkauf. Sprengt euer Einkaufslager. Und verpassen euch einen Einlauf. Oh shit. Ich zahl einfach meine Steuern nicht. Denn sie sind zu hoch. Ich zahl die Steuern nicht. Falls das Finanzamt zukommt, das war nur ein Spaß. Spaß, ich zahl sie wirklich nicht.
denn ich habe jemanden angestellt, der meine Steuern zahlt. Fuck. Oh shit. Es ist meine Finanzberaterin. Aber meine Finanzberaterin ist auch meine Mom. Wissen aber viele nicht. Meine Finanzberaterin ist auch meine Mom. Yeah. Okay. Mehr habe ich nicht zu sagen. Okay. Steuern werden in Deutschland von denen da oben erhoben. Mein Geld wird derweil in die Schweiz verschoben. Scheiße. Ihr kriegt keinen Cent. Oh, oh. Und ihr könnt es euch auch nicht wiederholen. Okay, ich hätte eher auf Benz gereimt. Okay, okay, gut. Aber auch nice try. Okay, okay, okay. Cent aufholen. Okay. Okay, warte ab. Das war ein AABA rein. Das war ein, das ist ein AAYA. Steuern. Steuern sind für Loser. Steuern. Nein, keiner deiner Homies zählt Steuern. Mir geht's gar nicht um. Alle meine Homies hassen Steuern. Alle meine Homies zahlen auch keine Steuern. Niemand zahlt. Alle meine Homies zahlen nicht mal für die Flaschen im Club. Ich hab dicke Firma aufgebaut die letzten Jahre. Oh. Finanzamt kommt und sagt, zahl mal deine Steuern. Ich sag, sorry, das kommt mir etwas ungeplant. Jetzt muss ich alle meine Angestellten feuern. Alle raus mit euch, ihr Wichser. Ich wusste nicht, dass man zahlen muss in diesem Pissland. Zahlen, zahlen, alle nur Hände auf. Oh. Wer zahlt oh. mir mal mein Geld? Keiner drauf, auf dem Bank-Account ist kein Geld, ihr Nuttensöhne, was los? Ihr seid angestellt und kriegt auch noch Weihnachtsgeld. Weihnachtsgeld. Und alles kriegt ihr. Das ist gerade ein bisschen zu persönlich, Digga. Aber was ist mit mir, ey? Meine Firma ist pleite wegen Steuern. Wegen Steuern ist die Pleite, fuck. Meine Firma ist pleite. Fuck. Oh. Und alles sind weg. Ich stehe ganz alleine in meiner Etage von dem Büro, wo früher 100 Leute gearbeitet haben. Wo sind ihr alle hin? Hallo Leute, Hexi, wo sind alle? Was ist bei der Firma?